Die Grundidee vom Café Solo war einfach die, die klassische 1A-Lage in der Innenstadt so weiterzuentwickeln, dass man es schafft, im Tagesverlauf einzelne Szenarien zu schaffen, die sich dadurch unterscheiden, dass man im Tagesverlauf eher Kaffeekonzept ist, im Mittagsbereich Bistro und im Abendbereich eher Bar oder Lounge. Wir haben es versucht, bei diesem Konzept atmosphärischen Wechsel durch ein umlaufendes Lichtband zu erzeugen, das im Tagesverlauf Bernsteinfarben leuchtet, im Nachmittagsbereich in einem Orangeton und zu später Stunde dann den Solo-Rotton widerspiegelt, wie er auch an Teilwänden im Solo zu sehen ist. Wir haben hier im Café Solo eine Größe von 180 Quadratmetern. Davon sind 20 Quadratmeter Küche und 160 Quadratmeter Gastraum. Auf diesen 160 Quadratmeter Gastraum haben wir 100 Plätze und wir haben eine Außenfläche, die eine Größe von 150 Quadratmetern hat, bei denen wir Plätze zwischen 150 und im maximalen 200 Plätze unterbringen können. Wir sprechen im Tagesverlauf eine breite Gästestruktur an, im Altersdurchschnitt von 8 bis 80, der sich im Tagesverlauf sicherlich wandelt. Man hat im Abendbereich, im sogenannten Barbereich, dennoch Gäste, die im Bereich 40 bis 50 Jahren anzusiedeln sind. Also wir gehen hier gerne hin, weil uns das Ambiente gefällt und weil das Essen sehr ausgefallen und sehr lecker ist. Ich gehe gerne ins Café Solo, weil die Kellner super toll sind und ein total tolles Ambiente herrscht. Wir bieten im Café Solo eine breite Speisenstruktur an, eine sogenannte Crossover Kitchen. Das heißt, wir haben nicht klassische Hauptgerichte, sondern man hat die Möglichkeit, durch Kleinigkeiten sich individuell etwas zusammenzustellen. Es gibt sicherlich auch das ein oder andere Hauptgericht, aber schwerpunktmäßig hat man eben ein breit gefächertes Speisenprogramm, eher wenig fleischlastig. Der Durchschnittsbon im Café Solo liegt circa bei 6,50 Euro. Das Grundinvestment in diesem Betrieb beträgt 450.000 Euro. Grundinvestment darauf sind 200.000 Euro auf die Inneneinrichtung des Ladens zu rechnen, ungefähr 70.000 Euro auf die Kücheneinrichtung, 40.000 Euro kann man im Schnitt sagen für Kassen, Computer und weiteres. Für die Außenbestuhlung kommen in der Regel auch so 20.000 bis 25.000 Euro dazu. Die erwarteten Zahlen fürs laufende Geschäftsjahr sind auf 1,2 Millionen Euro netto budgetiert. Was die Expansion von Café Solo angeht, wir streben eine gesunde Expansion an. Das heißt, wir sagen maximal 2 Betriebe pro Jahr. Momentan haben wir Verhandlungsphasen aufgenommen und wir hoffen, dass wir Ende 2004 3 Betriebe am Start haben.